Hallo. Hallo, hi. Ich bin Larissa. Ich bin der Ron. Hi, schön, dass du uns besuchen konntest und heute ein bisschen hilfst. Ja, ich freue mich sehr, ich freue mich sehr. Die Kinder freuen sich auch. Wir haben schon ein bisschen darauf vorbereitet und die haben richtig Lust, heute was mit dir zu machen. Okay, perfekt. Dann würde ich dich einfach direkt mitnehmen. Ja. Nur als erstes musst du dich einmal umziehen. Du brauchst auch so einen schönen Kasak, damit du uns helfen kannst. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einmal rein. Sehr gerne. Ja, es ist schon immer so ein bisschen ein beklemmendes Gefühl, wenn man da so reinkommt. Es ist meistens so in der Vorstellung ein bisschen schlechter, als es dann letztendlich ist. Also die Leute da sind ja alle freundlich und alle machen und tun und geben ihr Bestes. So, ich bin bereit. Sehr gut, perfekt. Das siehst du auch aus wie eine Pflegekraft. Ja, sehr gut. Genau, ich wollte einmal erklären, wo wir überhaupt sind. Wir sind ja auf der Station K1, das ist eine Kinderstation. Hier sind vor allem Kinder ab dem Schulkindalter, also ab 6 und bis zum 18. Lebensjahr. Und eigentlich decken wir alle Krankheiten ab, die es dann in diesem Kindesalter überhaupt gibt. Okay. Wir haben viele Kinder auch mit Behinderungen, die extra dann hier hinkommen. Okay. Und als erstes würde ich vorschlagen, gehen wir zu unseren ersten Patienten. Mhm. Und der erste freut sich schon mega, dich kennenzulernen. Okay. Das ist gut. Nämlich der Jano. Der hat eine Phlegmone am Bein. Das bedeutet, der hat eine Neurodermitis. Okay. Und wir haben jetzt da einen Verband drum, den wir auch regelmäßig erneuern. Und das machen wir jetzt als erstes. Deswegen Perfekt. Würde ich vorschlagen, gehen wir mal zu dem hin. Sehr gut, ja? Alles klar. Boah, ich weiß nicht, ob ich da so ein großes Talent für habe. Also grundsätzlich mit Kindern arbeiten macht mir immer Spaß. Aber ja, mit kranken Kindern, ich glaube, da muss man auch für gemacht sein. Also da gibt es vermutlich auch mal harte Tage. Und davor habe ich echt sehr, sehr großen Respekt. Ja, also ich habe früher meine Oma auch mitgepflegt, also die wohnte mit im Haus und die war immer pflegebedürftig. Das heißt, da kannte ich das schon mit, also ich bin damit aufgewachsen. Und ich glaube, also im Abi ist es so gewesen, dass uns die Lehrer immer gesagt haben, wichtig ist, dass du einen Beruf machst, der dir Spaß macht, weil du musst das ganz lange machen, viele, viele Jahre. Und dann kannst du noch so gut bezahlt werden, dann macht es am Ende keinen Spaß mehr und ist auch irgendwie verlorene Zeit. Weil man macht 8 Stunden am Tag, arbeitet man, und wenn das keinen Spaß macht, finde ich das sehr schade. Und dann habe ich echt gesagt, okay, ich suche mir jetzt einen Beruf, der mir Spaß macht. Hallo Jano. Hallo, ich bin der Ron. Ja, wir würden uns das jetzt nämlich einmal angucken. Wir würden einmal noch mal ganz genau zeigen, wie das hier einmal aussieht. Und dann machen wir noch mal Verbände drum, weil das hilft ja auch ein bisschen gegen die Schmerzen, ne? Also du siehst einmal hier diese Markierung, da kann das Maßband eben angesetzt werden. Ja. Hier ist der Start sozusagen. Also dieses Bein hätte jetzt 34 cm. Dieses hier 30 cm. Ah. Hier einmal hoch. Genau, perfekt. Wir müssen jetzt aber auch nur dieses Bein hier einmal einwickeln. Das mache ich drunter, damit wir hier nichts alles nass machen. Wie lange bist du jetzt Arzt? Ich befürchte nur heute, aber... Schade, oder? Ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf. Meinst du, den können wir hier gebrauchen? Ja? Das liegt an dir. Ja, Arzt bin ich natürlich nicht. Ich bleibe weiter Fußballprofi. Ich glaube, damit ist allen am besten geholfen. Ja. Muss jetzt auch nicht richtig festgewickelt werden, nur damit es so grob hält für die Viertelstunde. Jo. So, wir haben schon. So, haben wir es geschafft. Sehr gut. Also erstmal, der Kleine war mega süß und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Das ist ja für die Larissa eine Alltagsaufgabe und mega locker, aber für mich haben die Hände schon ein bisschen gezittert. Einfach, man will dann in dem Moment nichts falsch machen und konzentriert sich dann ganz genau. Ich finde, man sieht total, wie der Jano die ganze Zeit grinst, was ich total schön finde. Und man sieht, dass er sich einfach gefreut hat. Und ich finde, das hat er doch super gemacht, der Ron, oder? Also ich glaube, der hat gut assistiert. Oh ja, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Ja, bitte schön. Eine Autogrammkarte. Danke. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir nämlich zu den nächsten Patienten. Ja. Das ist der Valentin und der hat eine chronische entzündliche Darmerkrankung. Der war jetzt schon mehrere Tage hier und wurde behandelt. Mittlerweile geht es aber besser und er kann heute nach Hause gehen. Und wir müssen jetzt noch ein paar Untersuchungen machen. Perfekt, ja, dann machen wir das. Gehen wir einmal zu denen hin. Ja. Hallo Valentin, habt ihr Besuch mitgebracht? Genau, ich habe schon erzählt, dass du heute nach Hause gehen kannst. Und jetzt machen wir noch mal zum Abschluss einen Blutdruck. Am besten nehmen wir diesen Arm, weil da kein Zugang dran ist. Okay. Hier kannst du dann genau am Oberarm festmachen. Wie man hätte so festmachen, dass ungefähr noch so ein Finger drunter Platz bleibt. Passt? Und du legst den Arm ganz entspannt ab.
Wie lange warst du hier, Valentin? Jetzt 6 Tage. 6 Tage? Ah, bist du froh, dass er jetzt wieder rauskommt, ne? Glaube ich. Drück ich dir mal kurz in die Hand, mache die Manschette ab. Reicht dann, ne? Hattest du denn jetzt auch Bauchschmerzen oder irgendwelche Beschwerden? Nee, alles gut. Wenn die 3 Striche da sind, kannst du einmal am Ohr. Ja, das war cool. Das war ja quasi so die Abschlussuntersuchung. Wenn da alles glatt geht, darf er nach Hause. Und man hat einfach gemerkt, wie sehr er sich darüber freut, nach den 6 Tagen im Krankenhaus wieder nach Hause zu kommen. Und ja, das war ein schöner Moment. Ja, dann wünsche ich dir, dass du gut nach Hause kommst. Ne? Ja, gute Besserung weiterhin. Gut. Dann mach's gut, Valentin. Mach's gut, Valentin. Tschüssi. Ja, man sieht ja, dass der Ron schon ja mit Thermometer umgehen kann, Blutdruck messen kann er. Ich glaube, er hat auch ein bisschen was gelernt, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl meiner ganzen Familie erzählt. Das war echt ein Tag, den ich lange in Erinnerung behalten werde. Das tat auf jeden Fall sehr gut. Also der Tag mit Ron hat richtig Spaß gemacht. Er darf gerne wiederkommen. Ich glaube, der Talent für Pflegekraft sein. Und deswegen, wenn er kommen möchte, ist er mal herzlich eingeladen. So Ron, also mein Arbeitstag ist jetzt geschafft. Ich mache jetzt nur noch die Übergabe und dann wäre ich auch fertig. Da musst du aber jetzt nicht unbedingt dabei sein. Okay. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß dabei. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Schön. Und war eine Ehre, hier sein zu dürfen. Das freut uns. Alles klar. Und dann sieht man sich. Tschüss. Jo, ciao, danke. Mach's gut. Ciao, ciao.